würde ich auch abwerfen. Gideon, mein Zeitreisebegleiter. Besserwisser, Kampfmaschine, Herzensbrecher, Klugscheißer, arroganter Kotzbrocken und dabei verdammt sexy. In Rubinrot haben Gwen und Gideon eine ganze Menge zusammen durchgemacht und sich dabei ineinander verliebt. Bereit? Bereit, wenn ihr seid. Die beiden wissen und merken, dass sie zusammengehören und die beiden sind ziemlich cool zusammen. Ist es nicht ein wenig zu auffällig? Ja, während sie ja wieder sehr dezent gekleidet sind, Sir Elton John. Liebe halt, ne? Liebe gehört zu den schönsten und wichtigsten Sachen auf der Welt. Und wenn man das erste Mal erlebt, ist es eine Explosion. Leider ist es nicht alles so einfach. Und in Saphirblau wird ihre Liebe auf eine ziemlich harte Vertrauensprobe gestellt. Die haben ja beide diese Mission zu erfüllen. Und Gideon wiederum wird beauftragt, Gwen auszuspionieren. Die romantische Liebe ist doch wohl eine Schwäche der Frauen. Eine Schwäche, die wir für uns nutzen sollten. Dann gibt es natürlich auch einen großen Streit und die beiden sind sich dann irgendwie auch nicht mehr so ganz grün. Und es wird gezeigt, es ist nicht immer einfach, aber was dann doch immer letztendlich zusammenhält. Mich wirst du nicht mehr los. Das kannst du vergessen. Ja, ist großartig. Saphirblau wird wirklich ein wunderschöner Film werden. Ich kann ihn euch nur ans Herz legen. Geht rein und schaut ihn euch an. Das Schlimmste ist, du musst in einem gleichen Raum sein wie ich und ich will dich küssen. Ja. Ja, das ist total schlimm.